Willkommen zurück zu Einfach Investieren. Hast du dich schon mal gefragt, was diese ganzen Begrifflichkeiten in ETF-Namen bedeuten? Und was dann das hier beispielsweise für ein ETF ist? Oder der hier? Oder der hier? Heute schaffen wir Abhilfe und erzählen kurz und knapp, was es mit diesen ganzen Bezeichnungen auf sich hat. Bevor es losgeht, mein Name ist Armin. Ich bin Ingenieursdoktor und MBA. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um persönliche Finanzen, Investieren und finanzielle Unabhängigkeit. Falls dich diese Themen interessieren, abonniere gerne diesen Kanal. Fangen wir mit der grundlegenden Nomenklatur an. Ein ETF-Name besteht aus prinzipiell vier Teilen. Erstens der Name des ETF-Anbieters, zweitens der Index, drittens regulatorische Hinweise und viertens weitere Merkmale. Der ETF-Anbieter ist am schnellsten erklärt. Hieran lässt sich erkennen, welche Fondsgesellschaft hinter dem Produkt steckt. Bekannte Beispiele sind hier beispielsweise iShares, Amundi, Xtrackers, Comstage, Luxor und wie sie halt alle heißen. Bei einigen Produkten folgt auf den Anbieternamen jetzt noch ein weiteres Wort, zum Beispiel Core, Edge oder Prime oder sowas. Das sind Marketingnamen, die bestimmte Produktlinien oder besonders populäre Produkte kennzeichnen sollen. Beispiele davon wären iShares Core, iShares Edge oder Amundi Prime. An zweiter Stelle kommt jetzt der wichtigste Teil, der Index. Bekannte Indizes sind zum Beispiel MSCI World, FTSE All World oder S&P 500. Hier steht immer der Indexanbieter vorne, also MSCI, FTSE oder S&P. Und danach kommt eine nähere Kennzeichnung, was der Index genau abbilden möchte, also World, All World oder 500. Wichtig zu wissen ist, dass du allein von diesem Indexnamen jetzt noch nicht weißt, was den Index eigentlich genau ausmacht. Beim MSCI World zum Beispiel kann man im Namen schon erahnen, dass es wohl irgendwie um einen weltweiten Index geht. Aber wir wissen trotzdem immer noch nicht, welche Länder und welche Aktien da jetzt genau drin sind und wie der Index genau funktioniert. Aus diesem Grund solltest du vorm Investieren immer genau nachlesen, was es mit dem entsprechenden Index und dem ETF auf sich hat. Eine erste Anlaufstelle ist immer das Produktinformationsblatt, das es zu jedem ETF gibt. Zusätzlich gibt es zu den Standardindizes auch deutlich speziellere. Beim MSCI World gibt es zum Beispiel auch branchenspezifische Sondervarianten, wie zum Beispiel den MSCI World Energy, Financials oder Information Tech, die dann eben nur in bestimmte Branchen investieren. Genauso gibt es Zusätze wie zum Beispiel Emerging Markets oder X-Irgendwas, was auf regionale Einschränkungen hindeutet. Ersteres deutet beispielsweise auf Schwellenländer hin, während zweiteres das X immer etwas ausschließt. In diesem Fall haben wir XEMU, was den MSCI World ohne die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion kennzeichnet. Weiter gibt es noch Indizes, die bestimmte Anlagestrategien verfolgen, beispielsweise High Dividend Yield oder Momentum Factor. Ersteres möchte Anteile mit hohen Dividenden auswählen und zweiteres Aktien mit einem vorangegangenen Aufwärtstrend. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Indizes, aber lass uns mal weitermachen. Als nächstes kommen regulatorische Hinweise. Und hier findet man oft die Abkürzung UCITS und die ist durchaus wichtig, denn das bezeichnet eine Anlagerichtlinie nach europäischen Standards, die einen gewissen Rechtsschutz und somit auch Anlegerschutz garantieren. Andere länderspezifische Richtlinien sind zum Beispiel die deutsche OGAF, die französische SICAV oder die britische OEIC-Richtlinie. Lies da gerne mal genauer nach, wenn du wissen willst, was das alles ist. Als nächstes folgt meistens einfach nur ETF. Das hoffe ich zumindest, denn dadurch wird nochmal versichert, dass es sich bei dem Produkt tatsächlich um ein ETF handelt. Steht hier beispielsweise ETC oder ETN oder ETP, ist Vorsicht geboten, denn diese Produkte sind oft etwas ganz anderes. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass ETCs und ETNs, also Exchange Traded Commodities oder Notes, rechtlich gesehen kein Sondervermögen sind. Das heißt, sie sind bei einer Insolvenz des Anbieters nicht wie ein ETF speziell geschützt. Als letztes kommen noch die weiteren Merkmale und hier wird es nochmal ein bisschen kompliziert, denn die Zusätze müssen nicht immer ganz hinten auftauchen, sondern stecken schon manchmal im oder am Indexnamen. Lass uns mal einige der wichtigsten Merkmale durchgehen. Ganz oft findet man hier Hinweise zur Ertragsverwendung. Das heißt, ob der ETF thesaurierend oder ausschüttend ist, also ob Kursgewinne automatisch wieder angelegt oder an den ETF-Halter ausgeschüttet werden. Typische Kürzel für Thesaurierer sind C oder ACC, was den Begriff Accumulating abkürzt, während ausschüttende ETFs oft die Kürzel D, DIS oder auch DIST für Distributing tragen. Als nächstes finden wir auch oft Hinweise zur Replikationsmethode, beispielsweise DR oder SWAP. DR steht für Direct Replication und deutet auf einen physisch replizierenden ETF hin. Bei diesem Typ werden zur Nachbildung des Index tatsächlich Aktien in einer bestimmten Zusammensetzung gekauft, während das bei Swap-ETFs nicht der Fall ist.
Diese bilden den Index nämlich künstlich, man sagt auch synthetisch, nach. ESG, SRI oder SDG sind Indizes, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Falls dich das interessiert, schau am besten in den konkreten Index mal rein. Es kann auch eine Währung auftauchen, zum Beispiel Euro, US-Dollar oder Pfund. Und das ist einfach die Fondswährung. Wenn auch zusätzlich ein Hedged auftaucht, sagt uns das, dass der Fonds währungsgesichert ist. Währungsgesicherte ETFs sind typischerweise in der Haltung ein wenig teurer. Und manchmal taucht hier im Namen auch ein Monthly oder Daily dazu auf und das weist darauf hin, wie oft die Währungssicherung angepasst wird. IMI steht für Investable Market Index und gemeint ist, dass der Index nicht nur in große Unternehmen investiert, sondern auch in mittelgroße und kleine, was typischerweise eine nochmal breitere Streuung mit sich bringt. Capped sagt typischerweise, dass der prozentuale Anteil der größten Positionen nach bestimmten Regeln eingeschränkt ist. So kann beispielsweise festgelegt sein, dass eine einzelne Aktie nicht mehr als 10% im Index vertreten sein darf. Mit Short-ETFs kannst du von sinkenden Kursen profitieren. Hast du zum Beispiel einen Short-ETF auf den DAX und der DAX fällt, dann wird dein ETF-Kurs steigen. Das gilt aber natürlich andersrum genauso. Leverage-ETFs sind gehebelte ETFs und oft steht ja auch sowas wie ein Faktor dabei, zum Beispiel zweimal. Diese Produkte versuchen durch eine riskantere Zusammensetzung die Ausschläge nach oben und unten zu verstärken und beinhalten deswegen oft nicht nur die Aktien des Index, sondern mischen diese zusätzlich mit Derivaten und Swaps. Diese Produkte sind typischerweise deutlich volatiler und du solltest dich vor dem Investieren gut über diesen ETF informieren. Natürlich gibt es noch weitere Abkürzungen, aber das waren aus meiner Sicht jetzt so die wichtigsten. Vergiss nicht, schau dir vor dem Investieren immer auch die Produktbroschüren an und verstehe, wie der ETF genau funktioniert. Jetzt, wo du verstanden hast, wie ETF-Namen so zusammengesetzt sind, geht's hoffentlich ans Investieren. Und wenn du wissen willst, was ETFs so für dich bewirken können, dann schau dir mal dieses Video hier an, in dem ich dir zeige, wie du mit ETFs Millionär werden kannst und zwar schon mit sehr kleinen Sparraten. Viel Spaß, wir sehen uns im nächsten Video.